Ich begrüße dich zu Stricken mit Blieder. Heute stricken wir gemeinsam diesen zuckersüßen kleinen Romper in der Größe von 0 bis 3 Monaten etwa. Das kleine Romperchen habe ich gestrickt mit meiner neuen Landhauswolle. Nadelstärke 3 habe ich genutzt und sie hat eine Lauflänge von 400 Metern auf 100 Gramm. Ich habe für dich aber auch noch eine Alternativwolle rausgesucht, und zwar die Lana Grossa Cool Wool. Die Cool Wool habe ich mit der Nadelstärke 3,5 gestrickt und sie hat eine Lauflänge von 160 Metern auf 50 Gramm. Also, du benötigst die Wolle, entweder die eine oder die andere. Dann brauchen wir Rundenmarker, Mustermarker, also einfach ganz einfache Markierung, einen runden Reihenzähler, eine Schere, ganz wichtig ein Zentimetermaß, dann eine kurze Rundstricknadel, entweder mit Nadelstärke 3 oder 3,5. Alternativ kannst du natürlich auch die Magic Loop Methode wählen. So, wir starten mit dem Vorderteil, fangen unten an mit einem Kreuz-Rechts-Muster. Später bauen wir ein Ajour-Muster mit ein. An den Seiten finden Zunahmen statt, damit diese Schräge fürs Schößchen entstehen kann. Fangen jetzt erstmal an. Bist du Anfänger und traust dir das Ajourmuster noch nicht zu, dann strickst du an der Stelle einfach glatt rechts weiter. Okay, so, wir schlagen jetzt 5 Maschen an, und zwar für das Beinbündchen, setzen eine Markierung, denn das Beinbündchen wird immer kraus rechts gestrickt und der Rest glatt rechts. Dann schlägst du noch eine Masche an und setzt wieder einen Marker. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Maschen fürs Muster. Mal kurz nachzählen. Wieder eine Markierung setzen. Die Markierungen sind dafür da, um dir immer Musterwechsel anzuzeigen, ja? Dann wieder eine Masche anschlagen, wieder eine Markierung setzen. Ich erkläre dir nachher auch, warum. Und dann kommt wieder das Beinbündchen, also nochmal 5 Maschen anschlagen. Wie gesagt, ich erkläre dir nachher, wofür die einzelnen Markierungen stehen. Jetzt strickst du aber erstmal 5 Reihen rechts, damit ein Kraus-Rechtsmuster entsteht. Also 5 Reihen rechts stricken und dann sehen wir uns am Anfang der 6. Reihe wieder. Okay, wir sind in der 6. Reihe. Die 6. Reihe ist unsere Vorbereitungsreihe fürs Muster und wir befinden uns auf der Rückreihe. Die ersten 5 Maschen werden rechts gestrickt. Hebst du den Maschenmarker über. Die einzelne Masche strickst du links. Dann hebst du den nächsten Marker über, der zeigt uns die 11 Mustermaschen an. Diese 11 Muttermaschen werden alle komplett links gestrickt.
Dann legst du den Mustermarker wieder über. Die nächste Masche wird links gestrickt. Wieder einen Marker überlegen. Und jetzt kommt das Beinbündchen und das wird rechts gestrickt. Das wird in jeder Reihe rechts gestrickt, ja? Das Beinbündchen am Anfang und das Beinbündchen am Ende. Jetzt setzt du deinen Reihenzähler auf 1 und ich zeige dir jetzt, was wir vorhaben zu stricken. Das ist unser Beinbündchen, das wird kraus rechts gestrickt. Also hier die ersten 5 Maschen auf der Nadel. Ich hoffe, du kannst das gut erkennen. Also unser Beinbündchen, das sind diese 5 Maschen. Die einzelne Masche, da entstehen die Zunahmen für die Schläge. Ja. Der nächste Marker zeigt uns dann die 11 Mustermaschen an für das Ajourmuster. Wenn du das als Anfänger nicht stricken möchtest, kannst du da einfach über die 11 Maschen glatt rechts stricken. Dann kommt die einzelne Masche, da findet wieder eine Zunahme statt für die nächste Schräge. Und dann nochmal die 5 Maschen für dieses Beinbündchen. Okay, also starten wir jetzt mit der ersten Reihe. Deine Randmasche kannst du so stricken, wie du das gerne möchtest. Oder so, wie ich das mache. Es gibt so viele verschiedene Methoden. Okay, also die Randmasche wird gestrickt, dann, na, so, Kamera steht, 1, 2, 3, 4 Maschen rechts, das war jetzt das Beinbündchen. Dann kommt die einzelne Masche, die wird jetzt verdoppelt. Ja? So, es gibt viele verschiedene Methoden. Du kannst Umschläge machen, alles Mögliche oder eben so wie ich das mache. Ich steche von hinten mit der rechten Nadel in das Maschenglied, hole mir den Faden und ziehe diesen Faden durch diese Masche hindurch und stricke noch die Ursprungsmasche ab und ratzifatzi habe ich 2 Maschen auf der Nadel. Dann Marker überlegen und jetzt kommen unsere 11 Mustermaschen. Und dafür strickst du eine Masche rechts. So, eine Masche rechts. Dann ein Umschlag. 1, 2, 3 Maschen rechts. Die nächste Masche wird wie zum Rechtsstricken abgehoben. 2 Maschen rechts zusammenstricken und so und die abgehobene über die gestrickte ziehen. Dann wieder 1, 2, 3 Maschen rechts. Ein Umschlag. Eine Masche rechts. So, dann den Marker überlegen. Jetzt kommt wieder unsere einzelne Masche und das ist unsere Zunahmemasche. Ich möchte jetzt aber, dass diese Schräge von unten rechts nach oben links geht. Und demnach wird die anders verdoppelt, diese Masche. Schickst sie einmal rechts ab und stichst dann mit der linken Nadel in dieses Maschenglied. Moment, dieses dort, ja. Ich hoffe, du kannst das gut erkennen. Ich versuche das mal anzuheben. So, da in dieses Maschenglied stichst du mit der linken Nadel hinein, holst die Masche auf die linke Nadel und strickst sie jetzt ganz normal rechts ab. So, und mit dieser Art der Zunahme bekommst du einen Knick nach links, also eine Schräge nach links. Dann kommt wieder unser Beinbündchen. Strickst du 4 Maschen rechts und deine Randmasche. Du wendest die Arbeit und befindest dich jetzt in Reihe 2. Die Reihe 2 ist eine Rückreihe.
Ja, alle Zahlen, alle Reihen, die eine gerade Zahl haben, die sind Rückreihen. Du strickst deine Randmasche, vier Maschen rechts, du erinnerst dich, Bündchen, die Beinbündchen werden immer rechts gestrickt. Und jetzt sind wir ja auf der Rückreihe und werden die Maschen links stricken. Alle Maschen werden auf der Rückreihe links gestrickt, außer die Beinbündchen. Ja, Beinbündchen werden kraus rechts gestrickt, also das heißt, in jeder Reihe, egal ob Hin- oder Rückreihe, werden die Beinbündchen rechts gestrickt. Und die anderen Maschen werden in den Rückreihen links gestrickt. So, Marker überheben. Ist noch eins, zwei Maschen links und die Bündchenmaschen werden rechts abgestrickt. Okay, Arbeit wieder wenden. Du befindest dich jetzt in der dritten Reihe, also in der Hinreihe, in der Musterreihe. Strickst eine Randmasche, dann die Beinbündchenmaschen. Hebst den Marker über und der sagt dir, Achtung, du musst eine Schräge haben, also zunehmen. Die erste Masche wird deswegen verdoppelt. Dann kommt der nächste Marker und der zeigt dir an, 11 Mustermaschen müssen gestrickt werden. Ja? Strickst 1, 2 Maschen rechts. Ein Umschlag. 1, 2. Zwei Maschen rechts. Eine Masche abheben wie zum Rechtsstricken. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und die abgehobene über die gestrickte ziehen. Also über die zusammengestrickte ziehen. Zwei Maschen rechts, ein Umschlag und wieder zwei Maschen rechts. So, zähl lieber nochmal nach. Es müssen immer 11 Maschen. Diese Mustermaschen bleiben immer bei 11 Maschen. Nächsten Marker überlegen und bis zur letzten Masche stricken. Ja, da kommt der Marker, der zeigt dir an, Achtung, es muss wieder eine Masche verdoppelt werden, also die letzte Masche. So, dafür stichst du wieder mit der linken Nadel in das Maschenglied ein, von unten holst du die Masche auf die linke Nadel und strickst diese rechts ab. Jetzt noch vier Maschen rechts und deine Randmasche. Arbeit wenden und wir sind in Reihe 4. Du strickst deine Randmasche und vier Maschen rechts fürs Beinbündchen. Du erinnerst dich, alle anderen Maschen werden jetzt links gestrickt. Ja? Nur die Beinbündchen werden in allen Reihen Hin- und Rückreihen rechts gestrickt. Alles andere wird in der Rückreihe links gestrickt. Okay, Mustermaschen sind links abgestrickt worden. Dann noch 1, 2, 3 Maschen rechts bis zum nächsten Marker. Zunahmen finden auf der Rückseite nicht statt. Jetzt noch die Bündchenmaschen stricken. Wunderbar. So, und da sind wir in Reihe 5. Randmasche. 1, 2, 3, 4 Maschen fürs Bündchen in rechts. Marker überheben und die erste Masche nach dem Marker verdoppeln. Restlichen Maschen bis zum Marker wieder rechts.
Marker überheben und das Muster beginnt wieder. 1, 2, 3 Maschen rechts. Ein Umschlag. Eine Masche rechts. Jetzt muss ich selber nochmal. Oh Gott, selber nochmal zählen. Okay, war aber richtig. Dann die nächste Masche wie zum Rechtsstricken abheben. Zwei Maschen rechts zusammen und die abgehobene über die zusammengestrickten ziehen. Eine Masche rechts, ein Umschlag und drei Maschen rechts. Wir zählen lieber nochmal nach. Perfekto, alles gut. 11 Maschen. Marker überheben. Bis zum nächsten Marker rechts stricken. Die letzte Masche vor dem letzten Marker wird wieder verdoppelt. Wunderbar. Und Marker überheben und das Beinbündchen noch stricken. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der 7. Reihe wieder. Die 6. Reihe ist ja kein Hexenwerk. Da bin ich mir sicher, das bekommst du auch alleine hin. So, jetzt 7. Reihe. Randmasche wird gestrickt, 4 Maschen rechts fürs Beinbündchen. Deinen Marker überlegen und die erste Masche nach dem Marker wird verdoppelt. Dann werden alle Maschen bis zum nächsten Marker rechts gestrickt. Marker überheben und wir sind bei den 11 Mustermaschen. Strickst 1, 2, 3, 4 Maschen rechts, ein Umschlag, nächste Masche abheben, 2 Maschen rechts zusammen, die abgehobene über die zusammengestrickte ziehen, ein Umschlag, 1, 2, 3, 4 Maschen rechts. Das sieht schon ganz hübsch aus, ja. Marker überheben, bis zum nächsten Marker stricken. Und die letzte Masche vor dem Marker wird wieder verdoppelt. Okay. Bündchenmuster, Bündchen stricken. Randmasche. Fertig. Okay, du strickst jetzt noch die 8. Reihe. Ich glaube, die muss ich dir auch nicht mehr erklären. Die 8. Reihe ist eine Rückreihe. So, wie geht es dann weiter? Also zur Erklärung, ein Mustersatz besteht aus 8 Reihen. Und du strickst diesen Mustersatz jetzt mehrfach, bis du ungefähr 8 Zentimeter bis 8,5 Zentimeter erreicht hast. So oft wiederholst du deinen Mustersatz. Vergiss aber auch nicht die Zunahmen vorne und hinten am Beinbündchen, ja? So, dann müsste soweit alles klar sein und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 8 cm oder 8,5 cm wieder. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Okay.